euch, liebe Jungs, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ich wollte hier eigentlich gerade starten, aber jetzt kommt da die Sonne raus. Sofort aus mit uns. Ja, Tisch war nicht schlecht. Oh, shit. Da rauszugehen war vielleicht doch nicht die beste Idee. So, dann noch Mikrofon. Muss auch kurz sein. Ich werde ja jetzt ohne Witz genau die Gülle aus. Ah ja, Freunde, was habe ich für ein Glück. So lässt sich doch leben hier. So, gefühlte 4 Stunden später, aber das war's wert. Der Bauer fährt die Gülle aus, also ich muss sagen, es riecht richtig gut nach frischer Dorfluft. Aber Freunde, gönnen wir uns jetzt den Fernsehauftritt bei Klein gegen Groß. Ich wurde ja einfach eines Tages plötzlich angerufen und die meinten so, ja, ob ich nicht bei Klein gegen Groß mitmachen möchte, denn sie haben eine richtig heftige Challenge am Start. Und ich dachte mir so, ich bin euer Mann. Aber Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr länger um den heißen Brei und starten auch schon direkt los. Ich sehe da genau gar nichts. Na, sag nicht, dass ich jetzt wieder reingehen muss. Was für ein Fail. Oh Mann. Na gut, dann wieder rein mit uns. Jetzt machen wir es ein bisschen schneller. Und so schnell kann es gehen. Also, haltet euch jetzt gut fest. Los geht's. Jetzt eskaliert's hier bei Klein gegen Groß. Jetzt kommt gleich Sascha Huber gegen Felix. Eskalation. Felix gegen Sascha Huber. Ambitionierter Triathlet aus dem Rheinland gegen österreichisches Muskelpaket. Immer wenn man denkt, krasser geht's nicht mehr, dann kommt er. Internetstar und Powerpaket, Sascha Huber. Ach so, krasses Intro, ich fühle es komplett. Jo, und hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Seine Fangemeinde riesig. Seine YouTube-Videos bis heute bereits über 200 Millionen Mal geklickt. What? Seine Fangemeinde riesig. Ah, Freunde, echt, oh mein Scheiß, Gänsehaut-Feeling. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch da draußen. Aber 200 Millionen? Schauen wir das Ganze mal an hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Aufrufe ich insgesamt habe. Ich glaube, das sieht man hier bei Kanalinfo. 214 Millionen! Ja, moin! Was habe ich eigentlich am Zweitkanal? Schauen wir mal beim Zweitkanal rein. Kanalinfo. Ja, auch schon 44 Millionen. Holy shit. Heftigste Air-Community. Vielen Dank, Freunde. Unglaublich. Fitness ist sein Leben. Ohne sportliche Herausforderungen geht bei dem Österreicher nichts. Ob über 2000 Liegestütze in einer Stunde oder 10.000 verbrannte Kalorien innerhalb eines Tages. Der 25-Jährige geht immer ans Limit. Aufgeben ist absolut keine Option. Sein Erfolgsrezept, harte Arbeit und vor allem Motivation. 100% bei jeder einzelnen Übung. Sascha Huber motiviert sie alle. Das Fantreffen hier. Und auch. Einfach zu legendär. Da waren wir in Wien für den guten Zweck. Liegestütze rausballern. Wenn der ganze Corona-Star vorbei ist, unbedingt ein neues Fantreffen. Was meint ihr? Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr das wollt. Hoch jetzt her! Aber hat die Muskelmaschine gegen diesen Gegner eine Chance? Nicht, dass dich heute die Kraft verlässt. Das Duell, ein echter Kraftakt. Erst Liegestütz, boah, ja, dann Strecksprung, dann Klimmzug. Wer schafft das in 90 Sekunden öfter? Hart, härter, Huber? Ha, ha, ha. Das Burpee-Klimmzug-Duell. Wow, 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 es braucht schon mal eine Menge Mut, Sascha Huber herauszufordern. Aber Felix weiß, das Kraft-Gewicht-Verhältnis ist am Ende entscheidend. Und hier sind die beiden Gegner. Hier ist Felix aus Köln. Let's go! Und hier ist Sascha Huber aus Österreich. Felix, grüß dich. Tag. Nicht stolpern bei der Stiege, dachte ich mir so. Sascha, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Hi, Felix. Hallo, herzlich willkommen euch beiden. Felix, du bist absolut fit, du bist Allrounder, du bist Triathlet. Ja, genau. Ja, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ja. Ja, welche der drei Disziplinen macht dir am meisten Spaß? Also ich habe es eigentlich angefangen wegen der Abwechslung, weil nur ein Sport ist ein bisschen zu... Ja, das ist der gute alte Peter hier links. Der hat mich ja auch mit Felix dann in der Garderobe am Nachmittag öfter besucht. Nicht so meins. Ah, richtige sympathische Eltern also und Familie. Also die Abwechslung macht's, ja. Machst du das richtig auch im Verein? Ja, genau. Ja. Bergisch Gladbach hier ist auch das Vereinstrikot. Ja, klar, hier, Bergisch Gladbach. Ne? So, Felix, was ist als Triathlet, hat man im Grunde nur ein großes Ziel, oder? Wenn man ganz nach oben schaut, ganz nach vorne schaut. Ironman Hawaii. Du weißt, genau, ne? Da gibt es große, lange Erfolgsgeschichte für deutsche Triathleten. Also der Nachwuchs steht in den Startlöchern. Ne? Wenn du gerade mal nicht Sport machst, was machst du dann? Also ich lese auch viel eigentlich.
Und Mountainbiken mache ich auch gerne mit meinem Vater. Mhm. Und Felix schaut auch gerne Sascha Huber-Videos, hat er mir erzählt. Also Felix ist ja auch ein Teil der Sascha-Army. Ihr seid schon insgesamt eine sehr sportliche Familie. So, da hast du dir einen Gegner ausgesucht, der es in sich hat. Ja, die Fans von Sascha Huber werden jetzt sagen, ach guck mal, so sieht er mit Shirt aus. Ja? Man kennt's, man kennt's. Das stimmt, geil. Meistens bin ich dann doch zur Motivation oben ohne. Ja, das stimmt. Genau. Oder wenn du am Anfang, das habe ich ja selber auch erfahren, du hast dann am Anfang des Videos das Shirt noch an, aber dann ist irgendwann ganz schnell der Moment, okay, lass uns das Shirt ausziehen. Ja, damit es einfach richtig reinballert, die Motivation. Ja. Wie oft trainierst du in der Woche? Ja, doch, eigentlich jeden Tag. Mhm. Ja. Jetzt sagen ja viele dann, einen Tag Erholung sollte man sich im Grunde in der Woche gönnen. Das machst du nicht, ganz bewusst nicht. Warum nicht? Ja, also die Aussage stimmt ja auch. Man soll ja auch auf die Regeneration achten. Aber du splittest einfach das dann Training auf. Das heißt, dass du andere Muskelpartien und so weiter trainierst. Mhm. Ja, und mir ist halt auch wichtig, nicht nur die Muskulatur zu trainieren in den YouTube-Videos, sondern vor allem auch die kardiovaskuläre Gesundheit, das Herz-Kreislauf-System. Ja, also, Nun warst du nicht schon immer so breit, wie du es jetzt bist. Ja, also tatsächlich, mir ist das ein enorm großes Anliegen, dass wir hier auf YouTube, auf meinem Kanal, das ist kein reiner Bodybuilding-Kanal, das haben wir auch dann eigentlich dort noch so besprochen und so, aber da wurde natürlich einiges rausgecuttet. Hier geht's um Fitness. Fitness bedeutet für mich nicht nur Muskulatur aufzubauen, sondern vor allem auch eine gute Ausdauer, Körperbeherrschung, Koordination, Gleichgewicht und so weiter. Also, dass das Gesamtpaket einfach passt. Aber versteht mich nicht falsch, reines Bodybuilding ist ja auch mega, aber ich sehe mich einfach eher mehr im Fitnessbereich. Also jeder sollte das machen, was ihm am meisten Spaß macht. Aber eins ist auch klar, es macht nicht immer Spaß. Manchmal muss man im Leben auch mal durchziehen, auch wenn es hart wird. Das Ding ist, in diesem Leben müssen wir uns auch für ein hart entscheiden, denn es ist hart, das Training durchzuziehen, auf die Ernährung zu achten, das ist sogar verdammt hart. Aber es ist auch hart, sich immer nur alles zu gönnen, zwar am Anfang nicht, zum Beispiel Pizza, Süßigkeiten und so weiter, aber es wird hart. Wenn sich aufgrund des starken Übergewichts irgendwann die ersten Krankheiten entwickeln oder man früher stirbt aufgrund des Übergewichts und so weiter, das ist sogar verdammt hat. Also ich finde, da ist der harte Weg der Disziplin die bessere Wahl. Wobei man es ja natürlich nicht immer komplett übertreiben muss. Man soll sich ja auch mal was gönnen. Also ganz wichtig, Freunde, so haben wir das Beste von beiden Welten. Gönnt euch auch mal was, aber achtet auch mal auf die Ernährung und zieht durch. So, genug Real Talk, weiter geht's. Ja, so, ich war relativ dünn oder eigentlich sehr, sehr dünn, also viel dünner als du, Felix. Und dann hat man es ja auch nicht leicht, wenn man in der Pubertät ist und so weiter. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, irgendwie muss ich da was ändern und habe mich dann dazu entschlossen, eben zu trainieren. Ich glaube, das ist so die Motivation von vielen am Anfang. Mhm. Aber mittlerweile macht man es ja natürlich einfach so nach ein, zwei Jahren, weil man einfach Spaß daran hat. Und wenn man den nicht hat, ja, dann scheitert man so. Ja, Freunde, meine Story, also, was bei mir alles passiert ist, früher, falls euch das motiviert und ihr vielleicht auch gerade mal einen Down habt, checkt einfach das Video aus. Hoffentlich kann es euch motivieren, aber davon gehe ich stark aus. Wir schauen weiter. Jetzt schauen wir, wie es mit den Erfolgen heute ausschaut. Also, niemals aufgeben. Wer macht hier das Rennen? Ja, lasst uns rübergehen. Die Klimmzugstange hängt, die Matte liegt und wir machen nochmal klar und deutlich, um was es hier bei dieser Übung geht. Das Burpee-Klimmzug-Duell. Felix, 12 Jahre behauptet, ich schaffe in 90 Sekunden mehr Liegestütz-, Strecksprung-, Klimmzug-Kombinationen als Kraftpaket-Fitness-YouTuber Sascha Huber. Felix und Sascha müssen 90 Sekunden so viele Liegestütz-, Strecksprung-, Klimmzug-Kombinationen wie möglich machen. Der Körper muss beim Liegestütz parallel zum Boden sein und das Kinn beim Klimmzug über die Stange kommen. Wer mehr schafft, gewinnt das Duell. So. Okay. Jörg führt, deswegen Jörg, du setzt mal als Erster. Jetzt haben die abgestimmt, auf wen sie setzen, auf mich oder auf Felix. Der Bauch sagt. Jörg setzt auf Felix. Orlando, Emilia und Martin. Emilia auch auf Felix. Martin setzt auf mich und Rolando auch auf Felix. Alles klar. Alle haben gesetzt. Sascha, dann darfst du hier vorne Platz nehmen. Okay. Einmal Kopfhörer auf und die Augen verbinden. Du sollst ja nicht wissen, wie viele dann jetzt Felix hier schon schafft. Okay. Felix, jetzt ist es soweit. Eure auch. Ah, Felix war ja so nervös, Freunde. Aber auch so ein Hammer-Typ. Und hat Position eingenommen. Du legst los, du legst vor. Unser 10. Duell und ich sage klein gegen groß. Los geht's. Los! Zeit läuft. Klimmzug, runter. Liegestütz, Klimmzug.
90 Sekunden. Ganz ehrlich, Freunde, also die Ausführung, die Felix hier macht, er geht mit der Brust ganz zu Boden. Er geht auch mit dem Kinn schön über die Stange. Das ist eine saubere, saubere Ausführung. Er hat natürlich weniger Gewicht als ich, das heißt, er kann den Speed länger durchziehen bei 90 Sekunden. Ja, das dachte ich mir, das waren so meine Gedanken, als ich die Kopfhörer auf hatte. Aber die Ausführung ist top. Sehr gut, Felix. Wir sind jetzt bei einer Minute, die dir noch bleibt. Und wir haben 10 Kombinationen. Hälfte der Zeit ist um, Felix. Ihr kennt Burpees, Freunde. Ihr wisst, wie anstrengend Burpees sind. Und jetzt stellt euch vor, ihr springt noch richtig hoch und dann macht ihr auch noch einen Klimmzug, einen sauberen. Und wieder kontrolliert runterlassen. Geisteskrank. Es war geisteskrank. Aber Felix schlägt sich hier super. Noch 30, Felix. Noch 30. Go! Ja, ich war mich schon ein bisschen am Aufwärmen. Sehr gut. Kämpfer. Go, 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 go. Jawohl. Er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. 10, Felix. Noch 10. Komm. Komm, und noch einer geht. Komm. Komm, noch ein. Jawohl. Und da ist die Zeit um. 22. Mega. Starke Leistung. Alleine die 90 Sekunden durchzuziehen, ja, ist so eine krasse Leistung. Ja. Weil unglaublich. Das so anstrengend ist. Immer wieder hoch. Man sieht am Ende, alleine an die Stange hochzuspringen, ist schon Wahnsinn. Was sagst du, du wolltest noch jemanden grüßen? Das machen wir später. Komm rüber, trink einen Schluck. Super gemacht, Felix. Super gemacht. Felix an dieser Stelle, unglaubliche Maschine, Wahnsinnsleistung. Also das meine ich ernst, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist eine verdammt gute Leistung. 90 Sekunden bei diesem Speed, unglaublich. Unsere Wettkampf-Area, Sascha, Musik geht aus. Sascha, müsst ihr mich jetzt wieder hören, Kopfhörer können ab. Oh, ja, jetzt höre ich wieder was. Ja. War das Absicht, dass da richtig heftige Motivationsmusik läuft? Ja, die habe ich für dich ausgesucht. Ja, da ist wirklich eine Motivationsmucke gelaufen. Also es war so ein Hip-Hop-Mix, so ein Motivations-Hip-Hop-Remix, so in die Richtung was. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir schon, da könnt ihr ja Nifex reinklatschen, dass ich euch immer in die Workouts rein einbaue. Aber auf jeden Fall hat mich trotzdem motiviert. Ja, bester Mann. Geil. Ja, gut, bester Sascha, Mann. Es geht los. Puh, okay. Shirt bleibt an. Komisch. Ich weiß nicht, es ist an dir. Es ist deine Entscheidung. Ja, das bleibt heute mal an. Okay, alles klar. Das musste anbleiben. Freunde, ohne Spaß, ich habe da ja nachgefragt. Wir hatten ja so einen Klamottencheck gemacht, ja, was du jetzt anziehen sollst und so weiter. Habe ich halt geschrieben, ja, wie soll ich's machen? Da meinten die so, ja, es ist eine Kindersendung, also oben ohne geht nicht per Mail, also besser nicht. Und da fragt mich Kai, ob ich oben ohne möchte. Konnte ich jetzt aber nicht ja sagen. Also ansonsten, ihr kennt mich ja, absolut kein Ding. Sofort Shirt weg, bis morgen. Also ich hätte es gefühlt, aber ja, ging leider nicht. Klar, dann Sascha, okay. Du gehst in Ausgangsposition. Okay, shit, ich war so nervös. Auf, los geht's, los! Go! Ich glaube, du darfst nicht erschrecken, gerade am Anfang. Da legt er wahrscheinlich los wie die Feuerwehr, aber... Was sagt zur Ausführung? Ich glaube, das ist sehr gut, Freunde. Wie lange kann er das Tempo halten? Denn Sascha Huber wiegt natürlich auch einiges mehr als Felix. Aber das war gar nicht so, ohne in den Liegestütz reinzuspringen. Also man hat sich ja wirklich vom Stand einfach fallen lassen runter in den Liegestütz. Check das mal aus. Also wirklich so, alles zack. Alles ist aber auch sauber ausgeführt. Wow, ja, da bin ich hängen geblieben. Da hatte ich dann schon ein Loch drin. Muss ich euch zeigen, Freunde. Ich muss jetzt mal die Hose holen. Ey, scheiße, mir fällt gerade auf, das ist die Hose, die ich gerade anhabe. Ich habe da ein riesen Loch bekommen, eben genau im Schritt hier. Und das habe ich dann so nach der Aufnahme gesehen. Dann dachte ich mir so, fuck. Das sind 10.000 Kameras von jedem Winkel. Das heißt, man sieht jetzt die ganze Zeit einfach durch. Holy shit. Aber ich glaube, bis jetzt hat man es auch nicht so richtig krass gesehen, auf jeden Fall. Vor der Aufzeichnung musste ich auch meine Kleidung abgeben, denn ich durfte nichts Weißes tragen und ja, es durfte auch keine Werbung drauf sein, was gar nicht so einfach war, weil ich habe einfach nur Prosi-Sportklamotten. Übrigens, bei Prosi sind die letzten Tage viele neue Produkte in den Store gekommen, also checkt ihr gerne mal aus. Zurzeit gibt es natürlich auch viele Gratis-Produkte noch oben drauf. 10% Rabatt und 100 Euro Gewinnspiele jede Woche auf Instagram mit dem Code Sascha.
10 sowieso. Also wenn ihr neues, freshes Trainingsoutfit, gesunde Ernährung, Supplements oder anderes Fitness-Equipment braucht, schaut jetzt gerne bei Process vorbei. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt, da findet ihr natürlich auch die Gratis-Produkte. Aber jetzt, weiter geht's! Jörg Hartmann schwer beeindruckt. Sowas hat er noch nie gesehen. Sascha, die Hälfte der Zeit ist um. Auch ein Sascha Huber muss pumpen. Ja? So ist es. Das bringt mich um. Noch 30. Boah. Check das mal aus. Also ich spring hoch. Ja, fast immer von dieser Position weg. Ja, bist du wahnsinnig. Ah ja. Was geht da? Wer kennt's nicht? Bisschen Zeit ist nur noch 10. Ah, man sieht, es wird enger. Felix, komm rüber. Habt ihr Jürgen Vogel im Hintergrund schreien gehört? Der war ja bei mir in der Garderobe für circa eine Stunde, hat sich einfach reingechillt. So ein netter Dude, ich sag's euch. Der trainiert übrigens auch die ganze Zeit mit Bodyweight-Training. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil wir extrem viel über Fitness gequatscht haben. Was habt ihr euch da für eine Disziplin ausgesucht? Das bist du wahnsinnig. Oh, Felix, lebst du auch noch? Ja? Wieder, Felix. Ich war tatsächlich überrascht, dass Felix noch lebt, weil ich war da kurz davor zu krepieren. Ich habe da echt mehrere Tage danach wirklich meine Lunge extrem gespürt. Also das war ja krass, weil ich bin ja da gesessen, ihr habt es ja gesehen. Und ich war eigentlich kalt. Ich konnte mich ja nicht aufwärmen. Da bin ich hin und muss dann plötzlich, boom, 100% geben. Auf eigentlich kalten Körper dann schon. Und das hat mich einfach wirklich komplett zerstört. Ich komm hier rüber und Sascha bleibt hier. Felix lebt wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine Übung gibt, die Sascha Huber an seine Grenzen bringt. Aber das war hier absolut der Fall. Oh ja, und absolut. Wir schauen aufs Endergebnis. Wie ging's? Ich wusste da wirklich das Ergebnis noch nicht. Also ich habe da echt nichts mitbekommen mit den Kopfhörern. Ich hatte absolut keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie gut dabei war oder auch nicht. Also ich hatte null Plan. Null. Felix 22, Sascha 23. Yes. Ich ziehe meinen Hut. Ja. Unglaublich. Also, Sascha Huber entscheidet das Burpee-Klimmzug-Duell. Das gibt's ja nicht. Und damit gibt's ja nicht. Also, ohne Spaß, Freunde, mein erster Gedanke, als ich das Ergebnis gesehen habe, war 23, 22. Und ich dachte mir einfach so, das gibt's nicht. Ich bin da fast krepiert. Und wie hat da Felix 22 geschafft? Also das war wirklich mein absolut erster Gedanke. Einfach nur, was für eine Maschine ist Felix. Ganz ehrlich. Nach Österreich in diesem Duell. Ja. Aber Felix, unglaublich gekämpft. Ne? Wow, Wahnsinn, Maschine. Felix, ich glaube, du kannst stolz auf dich sein mit dem, was du hier gezeigt hast und musst dich nicht verstecken. Denn jeder wird sagen, mein Gott, du hattest nur einen weniger als Sascha Huber. Das ist Wahnsinn. Und wir kommen gleich Felix, zu den Punkten. Wahnsinn. Felix, wir gehen erst rüber zu deinem Geschäft. Ich weiß ja, dass du dieses Video auch siehst. Also wirklich Wahnsinn, Felix. Ganz liebe Grüße nochmal raus zu dir. Unglaubliche Maschine. Und kommst wieder zur Luft langsam. Ja? Und Felix, komm rüber. Sascha, komm hier auf diese Seite. Ah, Peter. Super Typ, super Familie. So eine nette Familie. Lieber Felix, hier ist dein Geschenk. Pass auf. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Rennrad-Heimtrainer. Mit ihm kannst du dich so oft du möchtest zu Hause auspowern und dabei ein richtiges Trainingserlebnis haben. Einfach dein eigenes Rennrad einklinken und los geht's. Ich bin mir sicher, bei so einem Training kann der nächste Triathlon dann bald kommen. Vielen, vielen Dank. Danke, gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Viel Spaß damit. Felix. Toll, dich hier zu haben. Danke natürlich auch an euch. Hat mich gefreut. Was für ein legendäres Duell. Oder was meint ihr, Freunde? Was meint ihr? Hat euch der Fernsehauftritt gefallen? Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn dem so ist. Ich hoffe das natürlich. Genau, gestern hat mich auch Ninja Warrior angerufen. Also da habe ich ja auch schon mitgemacht. Das Video findet ihr hier. Und mich gefragt, ob ich wieder mitmachen möchte. Was meint ihr, Freunde? Soll ich da wieder mit am Start sein? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ich da wieder mitmachen soll. Das war's jetzt auch schon wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.
gelöst.